Wie sieht's hier aus? Die Dungeons haben wir ja alle. Es wird auch der Kokiri-Smaragd, fällt mir gerade ein. Das würde uns auch noch ein Item bringen, weil wir dann ja die theoretisch die Ocarina der Zeit kriegen würden. Bohnen komme ich leider nicht dran ohne das Lied für das für den Spirit Temple, ne? Den habe ich noch nicht. Ist ja auch praktisch, wenn ich da irgendwann mal mich hinporten könnte. Ich kann auf jeden Fall schon mal kurz mal eben eine Flasche frei machen. Nicht, dass ich irgendwann mal was Wichtiges bekomme und habe ich keine Flasche frei. Aber die Käfer werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr. Wobei, einmal werde ich noch Käfer brauchen. Aber es gibt mit Sicherheit auch mal in der Nähe vom Spirit Temple Käfer. Sieht's denn Dungeon technisch aus? Teku, Dodongo und Jabu. Meine ich, haben wir alles geholt? Forest haben wir einen Schlüssel verwendet und kommen nicht weiter. Fire haben wir sechs verwendet und kommen nicht weiter. Weil wir Fire eh fast alles haben, aber. Ne? Wasser fehlt uns der Boss-Schlüssel. Wir wissen, wo er ist, aber wir kommen nicht dran. Shadow fehlen uns kleine Schlüssel. Und die Silberrubine fehlen. Nee, gar nicht. Silberrubine fehlen mir für Items. Und. Wobei. Nee, doch, für Items und ich glaube, den Schlüssel, um weiterzukommen. Gut, Spirit kommen wir eh nicht hin. Als Kind, weil da würden auch noch zwei, drei Sachen sein. Ich finde es geil, dass wir für den Brunnen alles haben und den komplett machen könnten, würden wir da hinkommen. Aber uns fehlt die Hymne des Sturms, die in Ganons Turm umhockt. Gut, Eis. Ein Silberrubin. Hideout ist fertig. Trainingsgrounds. Nur noch ein Schlüssel für ein Herzteil. Tja. Ist auch. Irgendwas muss ich irgendwo noch finden und ich weiß nicht was. So, von den Orten her. Am Schloss. Habe ich schon die? Titanhandschuhe? Ja. Ja, stimmt. Aber am Schloss haben wir alles. Als Erwachsene. Gehen wir erstmal den Erwachsenen durch. Da ist die Skulltula, da ist die Fee, die haben wir. Die erinnert mich an Frankreich. Sehe ich, ja. Lon Lon Farm haben wir auch. Kokiris. Ist eine Skulltula, die haben wir. Der Dekobaum steht, glaube ich, offen, aber da kann man ja auch eher alles als Kind holen. Im Wald sieht eigentlich, glaube ich, auch gut aus. Gut, der Waldtempel hätte halt einiges. Was habe ich da auf meinem Tisch gefunden? Ist das ein Stück Ei? Von meinem Brot vorhin? Okay. Ich habe ein Stück Ei gefunden. Es klebt einfach an meinem Monitor. Ich hatte vorhin ein Brot, wo halt Ei drauf war. Ist es irgendwie wohl weggeflogen? Nun, ich habe mich ein bisschen ablenken lassen. Ja, unten halt am Monitorfuß klebt das wohl. Fragt mich nicht. So, Waldtempel, müsste ich einen Schlüssel kriegen? Ich habe den Bogen.
Ich habe einen Raum im Kopf, aber ich meine, da braucht man auf jeden Fall einen Schlüssel, mindestens. Predigt, lern nicht mit dem Essen zu spielen. Dann dürfen die aber Chef PK nicht sehen, weil der am Ende immer sagt, keep playing with your food. Feuertempel, beziehungsweise Richtung Gron, Kakariko. Kakariko. Schießbude haben wir, Friedhof haben wir. Die Skulltulas da überall, die rumlaufen, sollten wir auch haben. Die Shops haben wir. Jo. Bei den Goronen in Goronia müssten wir eigentlich auch echt gut aufgeräumt haben. Vulkan, meine ich, sieht auch gut aus. Und Feuertempel haben wir ja auch schon so weit gemacht, wie ging. Bis zu dem Punkt, wo wir noch einen Schlüssel brauchten. Sora-Fluss mit Soras. Eistempel, soweit es ging. Wassertempel fehlte irgendwo noch ein kleiner Schlüssel, kurz vor Schattenlink. Und dann ging es deswegen erstmal nicht weiter. Gut, Schattentempel, der Schlüssel. Im Geistertempel, der Weg dahin, die Gerudos, das haben wir alles. In der Wüste auch. Und im Geistertempel müsste ich als Kind nochmal hin. Was ohne das Lied halt nicht geht. Ich habe keine Ahnung, wo noch was sein könnte. Aber so gar nicht. Die Sache ist, in der Skulltula ist zumindest kein Silberrubin, was aber nicht bedeutet, dass ein Schlüssel oder sowas in der Skulltula sein könnte. Svenja to the rescue. Svenja to the toilet war ist gerade er. Aber Svenja to the rescue? Svenja to the rescue? Für wen? Für dich oder für Akechi? Akechi sieht gerade sehr hungrig aus, deswegen würde ich sagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Geben Akechi ein bisschen Futter und Medizin und kommen vielleicht mit einem guten Tipp wieder zurück. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Dann ist das Päuschen vielleicht jetzt auch ein bisschen länger, aber Ketchup muss versorgt werden. So, und zack, zack. Von daher, bis gleich. So. Ein bisschen besser Musik. Akechi ist versorgt. Jetzt einmal drüber nachdenken, wo ich noch hin kann. Senja gibt mir jetzt einmal die Location von den ganzen Silberrubin aus dem Eispalast oder aus dem Eishöhle, glaube ich, heißt das eigentlich. Einmal durch und dann gucken wir mal, ob ich die habe oder nicht. Okay, Svenja, was hast du für mich? Erstmal OOT. Lost Woods, Target. Ja, müsste ich haben. Immer noch Lost Woods? Ja. Scrub in der Nähe vom Theater. Müsste ich auch haben, ja. Death Mountain Crater, Volcano, Erzfall. Ja, müsste ich auch haben. Simon, ich sehe gerade, es steht dahinter, ob das Block ist oder das andere. Ich brauche die für Block. Das erleichtert ein bisschen was. Ich warte auf den richtig dummen Rubin. Ja, es ist safe an einfach eine richtig dumme Stelle, die ich einfach vergessen habe. Im Dekobaum. Ja. Slingshot Side Chest. Wüsste ich jetzt gerade nicht, welche das sein soll. Deswegen Können Sie die anderen beiden dafür noch eben? guck ich mal. Kann ich mal eben nachgucken, aber du kannst mir.
gerne weitererzählen. Ich muss eher mal kurz soft resetten. Komme ich Das schneller ist zum Dekobaum. wieder immer Jorah. Ja. Der Clock Tower. Da, wo du vom Sky Kid die Ocarina kriegst. Oder so. Moment. Vom Skull Kid die Ocarina? Ja, was auch immer. Irgendwas mit Sky Kid und Ocarina. Das ist etwas doof. Das wäre ja so eine Sache, wo ich jetzt nie dran gedacht hätte, dass die Ocarina beim Skull Kid ein Spot ist, wo man was kriegen Dann kann. wird der dir fehlen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, weil ich dachte, das ist automatisch drin. Weil der letzte wäre im Sumpf im Skulltula Tree Room. In dem Skulltula-Ding habe ich alle. Dann ist es der. Aber hier sind auch keine Truhen offen. Nee. Da haben wir den richtig dummen, den ich Hier meinte. steht Majora Clock Tower Roof Skull Kid Ocarina. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass es eventuell eins der Start-Items dann sogar ist. Weil du fängst ja mit quasi der Ocarina ja an. Das Blöde wäre aber, ich muss dann die Zeit zurückdrehen und wir hätten kein Chateau Romani mehr. Ich probiere das mal aus. Aber ich mache einen Save vorher. Weil sonst muss ich mir die anderen Spots nochmal angucken. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Spot ist. Aber dann wiederum, hey, die Truhe am Anfang von Majora war auch schon mal ein Spot, an die man eigentlich nicht mehr drankommt, außer durch Glitches. Von daher, ne? Mache ich mal einmal kurz hier einen Safe hin. Und dann gucken wir mal nach, ob man da wirklich hinkommt und ein Item von dem bekommt. Was hat meine Ocarina für eine komische Farbe? Was habe ich da für einen hautfarbenen Stängel mir in den Mund gesteckt? Ein Stück Brot. Aber dann Weißbrot. Baguette du vent. Dann spulen wir noch ein bisschen vor. Ich finde immer noch, im Englischen haben die Lieder so teilweise so langweilige Namen. Song of Double Time. Ernsthaft? Ja, oder? Moment. Und Inverted Song of Time oder irgendwie sowas hieß das andere? Song of Double Time, ja. Das klang im Deutschen dann schon ein bisschen geiler, also mit Ballade des Kronos und das Thema der Zeit im Wind oder so. Das Lied der doppelten Zeit. Freut mich übrigens, dass du jetzt auch hier dabei bist, live. So. Müssen nur noch warten, bis es Mitternacht ist. Können wir gerne auch als Deko begegnen. Englisch ist immer besser. Und bei Synchros, Japanisch ist immer die beste Synchro. Also ich streite jetzt nicht darum, das zu sagen, Japanisch ist eine gute Synchro, ja. Aber Englisch und mittlerweile auch deutsche Synchros sind auch geil. Ich gucke aktuell sehr viel Anime und die meisten davon sogar mit deutscher Synchro. Weil ich finde, die klingen echt gut.
Also ich gucke aktuell, so jetzt auch an größeren, bekannteren Sachen. My Hero gucke ich zum Beispiel jetzt mir so ein bisschen ein paar Staffeln nach mit deutscher Synchro. Finde ich alle, also bis auf ein, zwei Stimmen, wenn man sie aus dem Japanischen kennt, nicht so hundertprozentig passend, aber überwiegend sehr gut. Das Einzige, was ich noch ein bisschen seltsam finde, so gerade bei My Hero, wenn du die japanische Synchro guckst, sprechen ja die ganzen Charaktere alle mit Nachnamen an und du hast das, gerade wenn du damit mehr oder weniger halt, sagen wir mal, groß oder halt damit angefangen hast, hast immer die Nachnamen gehabt. Und im Deutschen sprechen natürlich einfach gefühlt alle mit Vornamen an. Und teilweise stehst du da so und die sagen da irgendeinen Namen und du denkst so, wer? Wer ist da mitgekommen? Ach so, der Charakter. Ah. Ja. Wenn man nur gut von Anfang an guckt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wobei ich mir vorstellen kann, Frieren, also den Anime Frieren, den auf Japanisch zu gucken, stelle ich mir recht witzig vor, weil die haben ja in dem Namen ja alle deutschen Namen, in dem Anime alle deutschen Namen. Frieren, Heiter, Himmel, Eisen, so um die ersten Charaktere mal zu nennen. Und das dann auf Japanisch, denke ich mir schon etwas witziger dann. Weil im Deutschen klingt das halt alles ganz normal für uns. Ich vertraue Charakteren namens Lügner immer. Ja. Einfach dafür dann nochmal auf Japanisch gucken und dann sich bei den ganzen Aussprachen der Namen wegschmeißen. Das sind super Namen. Fern und stark sind da jetzt auch. Oh, was hatten wir auch noch hier? Lügner. Draht, glaube ich, gab es auch. Komische Namen. Und die ganzen Regionen. Das ist schon amüsant. War da nicht irgendjemand auch irgendwas in irgendwie sowas wie Draht? Einer von den Gefährten von Lügner. Kann man sich mal besser merken als 90% der Antagonistennamen in Bleach. Also wenn du Spanisch kannst, kriegst du dir wahrscheinlich auch gut hin. Als Deutschsprecher, da sitzt man da und denkt man so, warum heißen die so? Aber ich finde mittlerweile, Anime kann man super gut auch auf Deutsch gucken. Voll in Ordnung. Und dank Crunchyroll geht das auch super angenehm. Ohne jetzt große Werbung für Crunchyroll zu machen, aber Crunchyroll, falls ihr das seht, ich nehme gerne ein paar Gratis-Monate als Provision. Na, ich wurde wieder runtergeschmissen. Frech. So, wird mir jetzt einfach in die Hand gedrückt. Kann ich eigentlich einfach wieder. Ne, da wird doch eine Fee bekommen. Kann ich eigentlich einfach wieder gehen? Nein. Mein ganzes Geld. Ich habe nichts abgelegt. Na ja. Was soll's?
Einfach schnell dem Bauerkind eine Seifenblase ins Gesicht gespuckt und wieder gegangen. Inverse Song of Time. Zu Deutsch Ballade des Kronos. Naja, also das wäre so ein Ding, ich wäre nie im Leben von alleine drauf gekommen. Nee. Weil das wäre so eine Sache, das wäre für mich die so ein Start-Item halt gewesen. Weil du skippst ja irgendwo den Deku-Teil. Also fängst du ja mit den Sachen an. Aber nein, es ist einfach mal ein Item. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich mir das mit als einer der ersten Items direkt holen können. Aber gut, dann können wir jetzt alles andere Wichtige holen. Wir kommen jetzt an den Bossschlüssel von Georg dran. Können Georg besiegen gehen. Kriegen Goats Maske, können dann auf den Mond und können dann... Nee, Moment, wir kommen noch gar nicht, wir kommen noch lange nicht durch. Ich merke gerade, wir brauchen ja für Ganon noch die ganzen Kristalle. Also für Ganons Tower und das sind noch... drei. Also drei Silberrubine müssen wir irgendwo noch finden. Wissen wir es für den nächsten? Was ist eigentlich mit dem Tagebuch der Bomber? Das haben wir. Punkt. Oder wie ist das denn damit? Je nachdem, was jetzt deine Frage ist. Mit dem Tagebuch der Bomber. Es existiert, wir haben es. Es bringt uns nichts. Das fasst es sehr gut zusammen. Ich überlege gerade, ob es überhaupt jemals in den ganzen Majora Randomizer überhaupt mal, dass bei Majora oben, also beim Horror Kit, ein Item-Slot war. Nicht, dass ich wüsste. Haben wir das als Starter oder ist es gerandomized? Das ist gerandomized. Weil du das ja nicht zwingend holen musst am Anfang. Ich sag mal, rein theoretisch kannst du natürlich auch einfach den Bombercode einfach erraten. Wobei, eigentlich kriegt man es ja schon safe, ne? Wenn ich drüber nachdenke. Entweder kriegst du es von dem Bomber-Kit oder... wenn du es halt, ich sag mal, wirklich blind errätst. Naja, kriegst du spätestens, wenn du rauskommst. Also sollte es eigentlich ein Start-Item sein, aber... naja. Ich glaube, unsere einzigen Start-Items waren wirklich... also quasi Schwert und Schild, also zwei Slots. Aber ja. Ich glaube, seine Herzen kann man ja auch irgendwo quasi randomisieren, dass zwei Herzcontainer auch einfach weggerandomized werden. Kann auch eine Eigenart des Combo-Randos sein, dass es da oben als Item zählt. Da oben ist der geizige König. Dessen Leben nur 5 Rubine wert ist. Seid nicht wie der geizige König. Euer Leben ist mehr wert als 5 Rubine. Sechs. Kann sein, dass der wirklich dann anfängt, als wenn man als Deku die Stadt betritt. Das wäre gut zu wissen gewesen, weil dann hätte man... das noch ein bisschen besser planen können dann damit. So. Die Dinger sind jetzt nicht wieder zugefroren, aber ich muss schon wieder neues Feuer holen.
Beispiel. Aber wenn ich mir so ansehe, nee, die sind aufgetaut. Wait, wieso hatte ich jetzt hier auch keine Rubine mehr? Ah ja, stimmt. Dadurch, dass ich eine Rubine verloren habe, habe ich hier auch mal alle meine Rubine verloren. Ja nun. Ripp alle meine Rubine. So, jetzt müsste die Tür da hinten offen sein. So nicht.